Bauen wir hier an unserem Gebäude weiter. Ich weiß nicht, ob schon jemand da ist. Wenn ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin hier gerade dabei, im Plan zu das Gebäude hier zu bauen. Hängelampe. Ja, das klingt doch mal gar nicht so falsch. Wobei, machen wir lieber so eine hin. Und kämpfen ein wenig mit der Kamera. Die nicht immer das macht, was man gerne hätte. So. Das haben wir. Dekobeleuchtung kann man noch nicht. Schilder, Mitarbeiter, Wandschilder, Tierarten, Laden, Einrichtung. Genau, Mitarbeiter. Ach so, so eins nicht. Lange. Was? Was war das? Lange außerhalb eines Geheges. Was? Was machst du da drin? Tier ist entkommen. Du bist nicht entkommen, du bist hier in dem Ding. Das ist mal wieder noch so ein kleiner Bug, der da auftreten kann. Wird bewegt, nehme ich mal an. So, dann machen wir mal weiter. Oh oh, wir haben zu viele Pfaue. Da müssen wir gerade mal eingreifen. Ort. Pfau, die sind nämlich alle groß geworden. Blauer Pfau. So, die machen wir mal alle weg, die ganzen Jungtiere. Und die zwei alten behalten wir. So, die lassen wir frei. Huh. Glück gehabt. So. Da war ich eigentlich dran. An dem Gebäude. Dum, 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 dum. Was haben wir denn da noch? Erhaltungsinfotafel, Musikspeaker, Bänke. Brauchen Mitarbeiter auch Bänke? Ich mach mal da eine hin. Ich weiß nicht, ob sowas angenommen wird. Machen wir noch einen Mülleimer dazu. Für den Fall, dass... So, Bau. Requisiten, was haben wir denn da? Leoparden, Zebramuster. Baumstämme. Oh, so Sachen können wir ja auch noch schön ins Gehege legen. Schildhalterung, Baumstamm 8 Meter. Pläne zu Seil. Okay. Alphabet. Oh. Sehr gut. Dann machen wir doch mal. Ähm.
Was könnte ich denn machen? So. Machen wir das mal so. Stuff. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Da ist es doch. Das müssen wir noch etwas rüber. Aber dann müsste das passen. So. Passt, läuft perfekt. So. Können wir aber weiter. Upsala. Weiter nochmal gucken, was ist hier noch? Achso, da unten sind nur noch die Buchstaben. Planet Zoo Banner. Ah, das ist ein Banner. 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 Mittelpunkte. Haben wir noch keine. Spezialeffekte, Kunstformen. Da könnten wir eigentlich Holz dran, oder? Das ist zu... Fast etwas. Oh, das sieht aber gar nicht verkehrt aus. Sieht sogar gut aus. Wenn wir das da noch so mit Upsala, Holz verblenden. Ich weiß, statt ein Meter könnte ich auch einfach die 2 Meter nehmen. Ja, dann machen wir den hier vielleicht auch noch hin. Ich glaube, die 2 lassen wir weg. Passt besser. Oh, hallo Black Silent. Doch, heißt Steph. Ja, Entschuldigung. Danke für den Hinweis. Das heißt es tatsächlich. Hallo? So. So, dann müsste ich jetzt eigentlich... Ah, wo haben wir denn das? Ah.
Danke für den Tipp. Ich hab's. So, irgendwas sah komisch aus, aber ich konnte mir nicht erklären. Also ich hab's nicht gesehen. Verbrettern wir das hier auch vielleicht. Wir gucken mal. Da war vielleicht nur die hier. Doch, so ist okay. Dann machen wir so eine Leiste da drunter hin. Da müssen wir die Fenster noch ein bisschen höher setzen, dann passt das auch. Und hier auch noch. Dafür habe ich ja dich, genau. So, hier kommt noch was höher. Und dann passt das. Sehr schön. Da müssen wir noch mal wegen Rinnen gucken. Oder Leisten. Hallo Kinglord, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht es soweit gut. Müssen wir noch ein bisschen drehen. So. Können wir das hier noch drehen? So, auch noch ein Stückchen drehen. So, brauchen wir auf der anderen Seite auch noch eine. Dann haben wir da auch einen schönen Abschluss. So, alles top, das ist schön, das hört man gerne. Beleuchtung. Das ist so eine Beleuchtung. Ah, doch, das geht aber. Das geht aber, schön. Ich habe mir mal gedacht, Lati streamt im Moment gerade noch nicht. Weiß nicht, ob sie heute nochmal streamt. Habe ich gedacht, dann fange ich einfach mal an. Und streamen dann zumindest mal so lange, bis sie anfängt. Natur. Gibt's auch ein Grohe, wobei da kann man vielleicht auch ein Bäumchen oder irgendwas.
ist nicht das, was ich gerne. Ne? Wow. Nein. Der verdeckt ja einfach mal das Schild. So war das dann auch nicht gedacht. Brennnesseln, Buche. Eine Buche können wir dahin machen, das geht. Ich hoffe, sie tangiert die Faunen hier nicht. Tut sie aber, macht nichts. Für die Faunen ist das okay. Sehr schön. Machen wir da noch irgendwie so Felsen hin. So, und dann noch irgendwas Buschartiges. Oder sowas. Die sind auch okay. Jo, passt. Bin jetzt gerade dabei, hab ja, meine ich, ob das letzte, ob er gestern habe ich, genau, gestern habe ich den Zoo gebaut. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Und nicht, kann ich euch nochmal kurz zeigen. Haben wir hier unser Warzenschweingehege. Die sind. Ah ne, die haben Junge. Die haben kleine. Süß. Tag. Lebensqualität. Durch Futter, da haben wir immer noch das Problem. Ich glaube, ich habe nichts, mit dem ich die begeistern könnte. Wo haben wir es denn? Ah. Jetzt haben wir das. Sehr gut. Dann können wir das nämlich auch endlich mal machen. Wo ist denn hier vorne da? Oh, das ebnet das einfach mal. Dann schieben wir die hier noch was auf Seite. Passt. Dann sollte das mit dem Futter hier nämlich jetzt auch passen. Lebensqualität durch Futter. Brauchen sie noch so eine Stelle? Dann machen wir hier noch eine hin. Gehege. Sind nur so Riesenklau. Was ist das denn? Schlammbad. Natürlich, Warzenschweine brauchen ein Schlammbad. Wo macht man das hin? Da. Und noch so eine Futterstelle, ne? Sprenkler können wir auch hinmachen. Zu heiß ist den aber nicht. Aber Sprinkler schaden nie. So, was haben wir noch? Nochmal Futterbox. Eine hätten sie gerne noch wohl. Dann machen wir hier hinten noch eine hin. Wenn ich das kann. So, dann können die sich hier nämlich auch nochmal austoben. Guckt euch das an. Der genießt es richtig.
Ich sehe gerade was anderes. Da ist der Boden nicht weit genug. Upsala. Nein, so war das nicht gedacht. Das sollte nur da ein bisschen. Genau. So, da haben wir die Warzenschweine. Hier haben wir Pfauen. Ein Pärchen. Da habe ich... Das ist mehr als ein Pärchen. Wieso sind da... 17,3 Jahre. 4,9 Jahre. Dich verkaufe ich. Freilassen, so. Weil sonst gibt es nachher nur Stress. Zwei Männchen und das geht nicht gut. Ja, hier haben wir noch einen See, da muss ich auch noch ausschmücken. Hier haben wir Wölfe. Okay, da haben wir inzwischen auch zu viele. Die müssen wir auch verkaufen. Gehege 4. So, 2,9 Jahre. 6,2, 6,2. Der ist auch 2,9. Die können wir freilassen. So, dann gibt es dann nämlich auch keinen Stress. Und wir kriegen hier so Arterhaltungspunkte. Genau, Arterhaltungspunkte heißt das. Das ist ja nicht unwichtig, wenn wir Tiere handeln, ne? So, dann haben wir hier noch Strauße. Kann ich dich auch schon? Trade Center. Da verkaufen wir gerade auch mal das. Ne, den nicht, der ist. So, wen haben wir denn? 2,5 Jahre. Die Jungen, die können wir alle verkaufen. Oder freilassen. Verkaufen lohnt meist nicht. Oder wir behalten das Weibchen und verkaufen das hier. So, die lassen wir frei. Kriegen wir nochmal Arterhaltungspunkte. Oh, habe ich jetzt nur den Papa mit den Jungen? Ups. So war das nicht gedacht. Sieht verletzt aus. Schicke einen Tierarzt. Okay. Machen wir. Oh, das sollte so nicht sein. So, das ist nämlich hier unsere Bärenhöhle, wo wir, das ist denen ihr Rückzugsort. Das habe ich mir als Höhle gebaut. Pfleger. Ah ja, da kriegen sie Futter. Das sind auch inzwischen zwei, ist auch ein Pärchen. Wo ist denn der zweite? Sollten Pärchen sein. Ich habe doch zwei Bären. Ja, genau. Ah, unterwegs in Tierarztpraxis. Okay. Das sind zwei Männchen. Deswegen. Warum habe ich denn zwei Männchen? Ich wollte doch ein Weibchen.
So war das nicht gedacht. Kein Wunder, dass die Stress machen. Da muss ich mal gucken, ob ich den einen noch wieder abgeben kann. Sobald er zurück ist. Ah, jetzt. Handelszentrum. Nee, nee. Gerade mal husten müssen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, jetzt bin ich verwirrt. Handelszentrum. Das sind unsere Tiere, die wir dort haben. Nee, dich würde ich gerne verlegen. Du kommst hier rein. So, und die Bären sind nicht dort. Gut. Sind die Bären jetzt hier? Da ist Nummer 1, 7 Jahre alt. Und dich bringen wir ins Handelszentrum. So, dich kann man dann nämlich wieder verkaufen. Taiwanischer Schwarzbär, handeln. So, und dann gucken wir mal, ob wir ein Weibchen kriegen. Ich dachte, ich hätte einen lecker Bären. Ja, die sind nicht ganz so gut zu essen. Wo haben wir denn den taiwanischen Schwarzbär? Es gibt der Einfachheit halber keine. Gut. Gut. Ja, jedenfalls, ich hatte ja gestern, habe ich hier oben den so eine Hütte gebaut. Das habe ich dann heute mal probiert, ob ich das nicht bärenmäßiger machen kann, nämlich halt über eine Höhle. Ja, und die haben sie hier jetzt. Hat auch funktioniert. Erst nur die Höhle wollte er nicht. Und dann habe ich einfach das Gebäude, also den Unterstand quasi in den Berg gesetzt und die Wände mit Erde wieder zugemacht. Das hat gut funktioniert. Ja, das sind glaube ich so die einzigen Tiere, die wir im Moment haben. Draußen, so, da haben wir jetzt auch wieder zwei Erwachsene, das passt. Dann können wir uns dem Bau der Gebäude hier weiter widmen und der Anlagen hier. Da muss ich noch mal gucken, wie ich hier das weiterbaue. Wassertiere gibt es ja noch keine. Aber naja, gucken wir mal. So, die zwei Gebäude haben wir noch. Das ist auch nochmal so ein Mitarbeitergebäude. Bau. Das mache ich auch wieder in dem Backstein rot. Mal gerade mal gucken. Kann ich gar nicht groß größer bauen. So, das haben wir. Der hier noch vorne die Tür. Upsala. Ich sehe nichts.
Nein, so war das nicht gedacht. So. Und dann machen wir noch einen Deckel drauf. Metallplankendach. Die Ecken hätte ich gerne. Ecke 2 Meter, danke. So. Wellblech. Da haben wir die 2 Meter Kante. Müssen wir die Dings hier wieder ausmachen. So. Das ist das falsche Stück. Falsche Taste gedrückt. Mal wieder. Menno. Liegen etwas ungünstig bei. Ich finde, das Spiel hat viel von den Sims. Ich kennst du Planet Coaster, die Freizeitpark-Simulation? Oh, ne, das gehört nicht so. Weil davon hat es, also von Steuerung zum Beispiel, hat es 1:1 davon übernommen. Und auch die Art, wie man hier so baut, ist also auch sehr stark daran angelehnt. Lassen wir das eine. Ja, das war richtig nice, genau. Wie gesagt, das ist also vieles von übernommen. Ich brauche noch andere Straßenbeleuchtung. Aber wir könnten. Machen wir das so. Schilder, Wandschilder, Mitarbeiter. So, und wenn das Ganze jetzt auch noch einigermaßen gleich wäre, sähe es gleich besser aus. Hallo Neko. Wie geht's denn dir? Ich hoffe, dir geht's gut. So, machen wir hier noch was ans Gebäude. Requisiten. Schildhalterungen. Die Banner sehen jetzt nicht so doll aus. Also man kann noch nicht, oder ich kann hier gerade noch nicht viel machen, auch weil die Forschung einfach so gar nicht voranschreitet. Das ist auch irgendwie noch leicht verbuggt, das Forschungssystem. Leider. Soweit ja, das ist ja schön. Das hört man doch gerne. Nein, 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 nein.
Da können wir eine Buche hinmachen. Da könnten wir vielleicht... Kann ich das hinlegen? So, dann haben wir hier auch so noch eine kleine Wegbegrenzung. Gibt es hier noch einen kürzer? Ja, sehr gut. So. Gibt es auch noch als ein 2-Meter-Stück. Genau, so ist das doch besser. Schön. Sowas können wir auch gut mal in den Gehegen hier unterbringen. Da sind die bestimmt auch nicht traurig drum. Weil dann haben die auch ein bisschen Deko hier oder ein bisschen Sachen zum Spielen. Vor allen Dingen die Kollegen hier, die haben ja so gar nichts. Das habe ich gestern nur noch schnell hingemacht, dass so, dann machen wir da vielleicht auch gerade nochmal ein paar Felsen und sowas rein. Dass die überhaupt irgendwas haben. Weil im Moment ist er wirklich total mau. So, dann können sie da nämlich auch ein bisschen drauf rumspringen. Pflanzen wollten die ja keine, glaube ich. Bepflanzung mit 0 passt. Die mögen nicht wirklich Pflanzen, vielleicht kommen aber doch eine. Was haben wir denn da? Biome, Graslandschaft. Biome, Graslandschaft. Okay, das ist noch grün. So gerade. Gut. Ich muss meine Tierchen hier im Auge behalten. Nicht, dass wieder plötzlich welche erwachsen sind und es wieder Stress gibt. Ihr geltet noch als klein, oder? Ausgewachsen, 2,9 Jahre alt. Okay, das heißt, wir müssen wieder verkaufen. Die lassen wir frei. So.
Da gibt es noch keinen Nachwuchs. Und wir können gerade mal wieder im Tierhandel gucken. Der Tiermarkt ändert sich ständig, weil je nachdem, wer halt was reinstellt. Sehr gut. Weibchen brauchen wir. 78 kostet. 78 haben wir. Sehr schön. So, dann können wir die nämlich jetzt auch züchten. Dann wird sich ja unser Schwarzbärmännchen freuen, wenn es ein Weibchen kriegt. Genau, das ist das Männchen. Wo bleibt der Pfleger? Mit dem Weibchen. Wo seid denn ihr? Ist das jetzt schon drin? Das ist das Männchen. Ah, da ist er. Da kommt unser Weibchen. So, da haben wir unser Schwarzbärweibchen. Die Hui Fang. Verletzt. Warum? Tierarzt rufen. Dann rufen wir doch gleich mal den Tierarzt. Zu wenig Beschäftigung durch Futter für alle Tiere. Kann ich euch jetzt vielleicht auch hier beschäftigen? Ach so, das war jetzt der Tierarzt. Wo haben wir sie denn? Da, tavernischer Schwarzbär. Feuerwehrschlauchball. Wir haben immerhin Dinge, mit denen wir sie jetzt ein bisschen beschäftigen können. Das ist schon mal gut. Fixier. Ah, Drehfutterspender. Daher weht der Wind. Sowas hätten sie natürlich gerne. Machen wir aber hier oben, machen wir hier oben auch noch einen hin. Hallo? Ups. Nein, so war das nicht gedacht. Machen wir hier einen hin. Planiert dann auch einfach mal gerade die Fläche. Kann man machen, muss man aber nicht. Gut, dann haben wir noch einen, so einen nochmal hier hinten. Dann haben sie ein bisschen was zum Spielen. So langsam aber sicher klappt das. Immer mal wieder tut die Forschung. Nicht immer so, wie sie tun sollte, aber ab und zu tut sie mal wieder. Meyerbachhopper. Also das ist noch ein bisschen verbuggt, das muss man ganz klar sagen. So. Achso, was haben wir eigentlich hier für Gebäude drin? Handelszentrum. Da können wir auch entsprechende Schilder mal hinmachen, ne? ATM. Handelszentrum. Dass man auch weiß, was hier wo ist. Was bist du? Forschungszentrum.
Werkstatt, Forschungszentrum. Lass mal auch wissen, was hier wo ist. Das ist die Werkstatt. Das war hier. Und das ist, glaube ich, die Tierpflegerhütte, genau. Tierpflegerhütte. So, was haben wir hier noch? Ach so, beenden. Tierarzt und Quarantäne. Gut, machen wir mal den Tierarzt hier weiter. Bau. Auch wieder in dem Dekor hier. Das ist schon relativ groß, das Gebäude. Also für sich an sich schon. Machen wir das so, da haben wir keine Dächer für, ne? Schade fast, oder haben wir da doch Dächer für? Ich glaube nicht. Pläne zu Ablaufrinne, ach so. Nee, haben wir nix. Dann machen wir ein normales Dach drauf. Kunststoff, Welldach. Sieht auch interessant aus. So. Schön. Dann mache ich die Tier. Das war Tierarzt. Da können wir auch gleich ein Schild hinmachen. Mitarbeiter. Tierarztpraxis. Dass man das auch sofort weiß. Machen wir noch Beleuchtung hin. Haben wir da noch irgendwelche interessanten Requisiten? Da mangelt es noch sehr dran. Das muss man ganz klar sagen. Mittelpunkte, da haben wir auch alles nichts. Säulen sind da nicht so der Hit. Klassisches Schild. Anführungspunkte für Ketten. Oh, Klimaanlage. Sowas kann man natürlich dahin machen. Gebäude sind klimatisiert. Ach so. Da dran. Der hat natürlich auch Klimaanlage und die haben eh schon. Aber hier können wir auch. Nicht nur die Tiere sind klimatisiert, sondern natürlich auch hier die Gebäude. Darf man auch nicht außer Acht lassen.
Dann können wir hier noch ein bisschen Dings hinmachen, aber jetzt machen wir erst nochmal den hier. Backstein. Da haben wir sogar keine Fenster drin. Quarantänebereich halt, ne? Dach. Nein. Schon wieder die falsche Taste gedrückt. Da sind zwei Tasten sehr ungünstig aneinander und so läuft man ständig Gefahr, das Ding zu wechseln, anstatt dass man hier Teil da dreht. So. Das war die Quarantäne. Da. Die kriegen auch die. Da machen wir eine solche. Und Fenster. Ist echt ein bisschen schade, dass das keine sind, die auch tatsächlich durchgehen. Also die wirklich wie Fenster sind, sondern dass die halt aufgesetzt sind. Aber ja, so ist es halt. Eine Tür. Da wollte ich eigentlich hin. Das geht nicht so. Der passt dahin. Passt das? So geht's. Sehr schön. Was haben wir noch? Kann man noch so Fächerblümchen hinmachen? Ich habe momentan noch nicht viel andere Deko als Blumen. So. Machen wir die hier auch mal hin.
Dann brauchen wir hier noch was. Wir hatten noch Brombeeren oder sowas. Goldrute. Goldrute geht auch klar. So. Die können wir leider nur. Da haben wir bisher nur die. Es gibt noch wohl andere, aber die habe ich noch nicht freigeschaltet. Da habe ich halt das kleine, aber feine Problem mit meiner Forschung, dass die nicht das macht, was sie tun sollte. Arbeiten. So, hallo Trini. So läuft soweit ganz gut. Kann mich nicht beklagen. Geld wirft da genug ab, wie du siehst. Obwohl wir hier gerade eigentlich nur am Bauen sind. Und ja, und sonst, da sind wieder diverse Kleine. Das genießen sie ja als. Sich nass spritzen lassen. Oh, das sieht nicht so aus, wie es aussehen sollte. Das hat eben der. So. So ist besser. Jetzt kann man gucken, ob das noch vom Gelände her passt. Stabiler Rückzugsort. Es gibt zu wenige. Da ist einer. Da ist noch einer. Es müsste aber eigentlich. Eigentlich reichen. Bauen wir da noch einen. Wenigstens deiner. Bin gestern direkt erstmal pleite gegangen. Oh, das ist natürlich nicht so geschickt. Ich hatte eigentlich Glück. Ich habe immer direkt diese Spendenboxen da aufgebaut. Und die Leute sind spendierfreudig. Von dem her klappt das immer ganz gut. Dach brauchen wir. Flachdach, so. Deckel drauf. Schlafmöglichkeit groß. Machen wir da auch noch mal einen hin. Was waren das für Geräusche? Ach, das ist der mit seinem Sauger hier. Okay. Ich dachte gerade schon. Ja, hab neu angefangen. Okay. Ja, Leute, Glück, dass das bisher eigentlich immer recht gut lief. Ach so. Beenden. Das ist eine eigenständige Hütte. Und Deckel drauf. Da sind die. Sind die ja zum Glück recht zufrieden, wenn es auch so kleine Schlafmöglichkeiten sind.
Stabiler Rückzug ist schon besser, aber noch nicht gut. Müssen wir vielleicht bei Gelegenheit nochmal einen bauen. Oder nachher halt mal ein paar verkaufen. Das sind jetzt natürlich auch gerade extrem viele unterwegs. Bist du erwachsen? 4,1 Jahr alt. Ich glaube, wir müssen mal wieder ein paar hier loswerden. Tiere. Vier Komma ein Jahr alt. 4,1. 14 Jahre. Die lassen wir mal frei. Und dann sollte das auch wieder besser aussehen. Wir haben eindeutig zu viele Junge. Viel zu viele Junge. So, gucken wir hier mal. Wölfe. Okay, haben wir auch. Hart. 2,5 Jahre alt. Du kannst weg, du kannst weg. Freilassen. So, alles wieder gut. Alles wieder gut. Wie sieht es bei den Straußen aus? Da haben wir auch zu viele. Strauß. Ihr kommt weg. So. Dann kriegt man nämlich hier schön die Punkte. Und was machen die Bären? Da haben wir jetzt auch ein Pärchen seit neuestem. Wo sind sie denn? Da ist einer. Das ist der Herr. Wo ist die Dame? Da ist die Dame. Hui Fang. Sehr schön. Stapft einmal durch den Farn. Hast du auch Bären, Trini? Meinen habe ich hier so eine richtige Höhle gebaut als Unterschlupf. Da haben sie ihren stabilen Unterstand sozusagen. Oh, den müssen wir gerade noch mal ein bisschen schieben. So. Ne, ich habe erst Pfauen und eine Spinne und eine Schlange. Eine Spinne habe ich noch gar nicht. Ich hatte gestern einfach mal geguckt, was ich so im Handelszentrum finde. Und habe einfach halt mal ein paar geholt. Und bin jetzt immer neben, was machen unsere Pfauen eigentlich? Die sind noch glücklich. Gut. Kann ich eigentlich Infoschilder aufstellen, fällt mir da gerade ein. Ja, Frauen musste ich auch erstmal verkaufen, hatte genau das gleiche Problem wie Nati. Von 5 auf einmal 30. Ja, wenn man da nicht ständig guckt. Gehege-Infotafel, Gestell. So, wo haben wir hier denn? Da muss ich auch noch mal was bauen.
Gästeeinrichtungen. Betriebsmittel. Infotafeln wären schick. Gehege in. Da haben wir doch. Warum schaltet der jetzt um? Muss man nicht verstehen, ne? Warzenschwein. Sehr schön, oh. Die schieben wir noch ein bisschen, dass das hier auch vernünftig montiert ist. So, dann machen wir hier vielleicht noch eine für die Pfauen hin. Du gibst es gleich als komplettes Schild. Passt. Blauer Pfau. Was haben wir hier? Das sind die Wölfe. Dann machen wir die Infotafel mal hier vorne hin. Warum der da immer umschaltet, muss man auch nicht verstehen. So, Wolf. Dann haben wir hier, das können wir hier hin machen. So, da haben wir taiwanischen Schwarzbär. Und dann haben wir hier noch die Pfauen. Nein, ne, Strauße, nicht Pfauen. So. Ach genau, was ich auch noch probieren wollte. Haha. Das funktioniert. Ihr seid doch soweit glücklich hier, oder? Ja, dann würde ich nämlich jetzt mal gucken, ob wir die Schildkröte damit unterbringen können. Oder ob das Stress gibt. Da müssen wir noch... Oh, die Krokodile will ich auch noch hinmachen, genau. Ach so, ich könnte gerade mal gucken. Kriegen wir noch so eine Schildkröte? Was für eine brauchten wir denn? Wo kommt unser Mitarbeiter? Da hinten kommt er angerannt. Wer bist denn du? Oh, ein Inspektor! Gehege 4 hat 4 von 5 Sternen, Gehege 1 hat 4 von 5. Was gefällt dir denn daran nicht? Musa verhungert. Was? Gucken wir gleich. Lebensqualität. Futter. Aber sonst sieht's gut aus. Sand hättest du gerne etwas mehr. Pflanzen passen. Etwas mehr Sand. Das sollte sich machen lassen. Sand.
So, machen wir es mal richtig. Ich hoffe, das passt mit den Straußen dann. Das muss ich gleich noch gucken. Weil die haben ja auch so ihre Ansprüche, ne? So, mit ihr passt das schon mal. Futter braucht sie halt noch. Was bist denn du? Aldabra Riesenschildkröte. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Aldabra Riesenschildkröte. Futtertrugmittel. So. Die hätte wahrscheinlich auch gern entsprechend Spielzeug, aber das haben wir noch nicht. V. Ich wollte gucken, ob es den Vauen jetzt auch noch gut geht. Ja, sieht gut aus. Sozial ist auch okay. Ja, sehr gut. So, dann können wir hier noch ein Schild hinmachen. Riesenschildkröte. Das machen wir dann auf die Seite. Einmal Riesenschildkröte, genau. Und dann muss ich gucken, ob ich da jetzt nochmal eine andere krieg. Ein Bärztapi brauchen wir auch noch. Achso, davon brauchen wir einen und davon brauchen wir noch einen. Riesenschildkröte, was habe ich denn, Männchen oder Weibchen? Es wäre gut, wenn man das jetzt wüsste. Wir haben ein Weibchen, okay. Und der Tapir ist auch ein Weibchen, okay. Das haben wir ein Weibchen, da haben wir ein Weibchen. Das heißt, wir brauchen Männchen. 275. Und ich würde gerne nur da drüber. Ja. Das ist ein bisschen außerhalb unseres Budgets. Was ist hier? Tier leidet unter niedrigem Sozialverhalten. Gestresst. Warum? Sind die Straußen doch nicht der ideale Partner? Habe ich da gar keine drin? Upsa. So, jetzt sind drin. Dass ich unsere Schildkröte da auch ein wenig verstecken kann. Ich
würde mich mal interessieren, ob die hier auch Babys machen. Wo sind sie denn? Da ist Nummer 1. Ja, denen geht's gut. Mehr können wir erstmal nicht tun. Die Gebäude haben wir jetzt auch alle verkleidet. Oh, da. Hier fehlt ja noch eine Tür. Filter gesetzt. So war das nicht gedacht. Da müssen wir noch kurzes Gras hinmachen. Und da hinten kann ruhig lang ist, dann passt das. Ne, hier machen wir kurz. Können wir noch ein Steinchen oder irgendwas hinbauen? Glaube ich lieber Pflänzchen hin. Wir haben doch auch Blümchen. Die Art. Mittel. So. Da würde ich wieder irgendwelches Gebüsch noch hinmachen. Irgendwo haben wir doch. Oh, oder sowas. Sowas geht auch. Ich muss da ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu sehr ins was wollte ich sagen? Ins Gehege komme, genau. Sonst meckern die wiederum wegen den Pflanzen, die da sind. Aber die gehen klar. Okay. So. Machen wir hier die vielleicht auch noch außen rum. So, passt das bei euch noch? Ah, die Goldrute guckt rein. Das geht nicht. Ist sie jetzt draußen? Nein. Okay. Ach, da ist er noch drin.
Wie schaut's jetzt aus? Immer noch. Jetzt. Ein bisschen, dann brauchen wir hier mehr Abstand eindeutig. So, dann müssen wir hier am Rand noch was anderes hinmachen. Sowas zum Beispiel. Das sieht doch auch ganz nett aus. Wie geht's euch damit? Gut, sehr gut. Da hat irgendein Tier wieder was. Sieht verletzt aus. Tierarzt rufen. Oh, wir haben wieder zwei Erwachsene. Moment. Fünf Jahre muss weg. Wer bist du? 2,1 Jahre alt. Du gehst zum Tierarzt. Okay, 2,1 ist auch schon erwachsen. Hallo Nati! Schön, dass du da bist. Wie geht's denn dir? Ich bin hier gerade am gucken, welche Tiere hier sind und welche wieder erwachsen sind und weg müssen. Okay, ab über 2 Jahre. Gerade mal das neue Update gezogen. Habe ich auch eben gemacht, weil mir ist es abgestürzt und da musste ich eh. Also bis jetzt klappt bei mir noch alles. Und das, was vorher schon nicht ging, geht jetzt immer noch nicht. Also mit der Forschung hier ist immer noch ein Drama. Entweder springt dann da weg. Oder sie machen halt einfach nichts. Also das ist noch nicht so wirklich gepatcht. Oh, es gibt Regenbogen. Guckt euch das an. Einen Regenbogen. Oh, das ist ja schön. Und das mit den Forschern ist ein bekannter Bug, daran arbeiten sie ja, das habe ich auch gelesen. Ich hatte nur Hoffnung, dass es, ich muss gerade mal wieder, bevor die hier wieder Stress machen, die Schweinchen, 2,2, 1,8, 2,1, du kommst weg. So, haben wir die alle? Du kannst auch weg. Da muss man echt aufpassen, wenn die größer werden. 2,3, du kannst auch weg. Wir haben Bär im Handelszentrum. Ach so, ein Männchen, genau. Das wird verkauft, stimmt. Ich dachte gerade, warum machen wir da 3? So. Ja, ich habe bei... Hast du gestern noch gesehen, wie ich das Bärengehege gebaut habe, Nati?
Da habe ich jetzt einen kleinen Umbau vorgenommen. Ich habe die Hütte hier weggemacht, den stabilen Unterstand und habe denen jetzt eine Höhle gebaut als stabiler Unterstand. Allerdings geht das nur mit einem kleinen Trick. Ich kann dir den gerade mal zeigen. Und zwar muss man so eine Unterstandshütte da, also so ein Ding da drin quasi dann einbauen. Das kann man dann aber schön zumachen und dann sieht man davon nichts mehr. Ansonsten wurde es nicht anerkannt, aber ich habe dann hier halt einfach so eine Hütte genommen, die da in den Berg versenkt und dann war alles gut. Bären sind glücklich und ich bin glücklich, weil ich wollte ja meine Höhle haben. So, was macht hier unsere Schildkröte? Ach so, ne, hier sind wir bei den Wölfen. Was passt euch nicht? Zu wenig Beschäftigung durch Futter. Hi Skopa55. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's soweit gut. Muss ich gerade mal gucken, was können wir denn den Wölfen hier noch Gutes tun? Wolf. Da haben wir aber noch futtertechnisch nichts groß, was denen zusagen würde. Da kann ich gar noch nicht dran ganz viel machen. Ja, die Mitarbeiterhütten hier hinten habe ich jetzt mal zugebaut, also verkleidet. Da haben wir hier ein kleines Mitarbeiterviertel. Da muss ich noch gucken, was ich da hin mache. Stuff only. Und jetzt will ich gerade mal gucken wegen einem. Ich habe hier doch einen See. Ne, wobei, das mache ich dann lieber hier. Da bauen wir hier mal einen Weg. Mit Geländer, ja. Ist der See auch sauber? Das weiß ich nicht. So, genau. Das wollte ich hier. Hallo Jackie. Was soll das eigentlich? Einfach zum Streamen anfangen, wenn ich auf der Arbeit bin? Was arbeitest du so lange? Drücken. So. So, jetzt gucken wir mal, wie das ausschaut, wenn wir hier Wasser reinmachen. Ob das funktioniert? Tut es. Hallo?
Ich speichere gerade mal. Das hatten wir gestern schon. Ja, hast du gesehen, es gibt eine Community-Aufgabe. Wo? Finde ich die hier oder wo finde ich die? Oh, was ist das denn? Oh, den hatte ich ja noch gar nicht gesehen. Vivarienhandel. Links bei den Herausforderungen. Rette die Könige des Dschungels. Nee, das habe ich nicht gesehen. Danke. Das habe ich echt nicht gesehen. Arbeite zusammen und wilde 75.000 Löwen aus. Okay, das heißt, wir müssen Löwen. Wir brauchen Löwen. Da kann ich gerade mal gucken, ob ich überhaupt welche krieg. Löwen, wo haben wir sie denn? Da, westafrikanischer Löwe. Gibt's die auch in meiner Preisklasse? Ja, da muss ich noch ein bisschen warten, bis ich da mitmachen kann. Warum zieht er hier nicht? Irgendwas passt gerade nicht. Da geht's. Da geht's nicht. Jetzt müsste es wieder gehen. Okay. Ich dachte schon, ich hätte es kaputt gemacht. Aber dann war das einfach nur was anderes. Oh, die Straußen werden zu groß. Hallo Björn. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Ich muss hier gerade wieder meine Tiere... Strauß 19,8, das ist, der bleibt 2,4 Jahre. Die müssen wir gerade freilassen. Und ich habe schon gesehen, die Warzenschweine sind auch schon wieder zu alt. Wo sind mein Männchen hin? Habe ich das verkauft? Mein Weibchen. Ah ne, das Männchen haben wir da, genau. Weibchen behalten war da mal ein jüngeres da. Die andere habe ich wohl abgegeben. So. Na ihr Süßen, geht's euch gut, Jackie und Flauschi? Alles bestens, nur müde. Hoffe, dir geht's gut. Ja, mir geht's sehr gut. Ich kann Planet Zoo spielen und es ist Wochenende und habe übrigens endlich eine Neuerung gefunden. Man kann Akzentfarbe auswählen. Habe ich gelesen, ja. Habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe davon gelesen. Gucken wir hier gerade mal. Denen geht's gut. Denen geht's auch gut. Die sind auch wieder glücklich. Was machen die Bären?
Wo sind sie überhaupt? Berchis? Die haben echt ein zu großes Gehege. Ich finde sie nie. Ach, da sind sie. In ihrer Höhle. Wie sieht denn das eigentlich? Drei? Den einen muss ich freilassen, glaube ich. Da haben wir hier doch... Wieso sind denn jetzt alle drei da? Dich lasse ich frei. So. Endlich Wochenende. Ja, genau, Jackie. Und Followerzahl wird nirgends mehr angezeigt. Frag mal lieber, was ich nicht gemacht habe. Genug geschlafen, kann ich ganz munter. Oh, das ist natürlich nicht schön. Same Learn kenne ich. Hallo Ali! Wie geht's denn dir? Ich hoffe, du hast jetzt dann auch Wochenende. Die Akzentfarbe wird, glaube ich, auch nur angezeigt, wenn man in Videoclips reitern ist und mit der Maus über ein Thumbnail schwebt. Ali ist... Ne, das Warzenschwein haben wir ja abgegeben. Björni, irgendwas, wie lange schon? Flausche, also nicht schlafen können. Ich habe das seit letzter Woche oder so. Okay, ja, eine Woche kommt auch ungefähr hin. Da habe ich zum Glück gar keine Probleme mit. So, ihr seid doch jetzt nur noch zu zweit. Wieso immer noch zu dritt? Wieso, wo geisterst denn du hier bitte noch rum? So, dann lassen wir mal hierher bringen. Und können den dann hoffentlich freilassen. Da kommt er. Followerzahl ist versteckt, findet man aber, okay. Hinterm Follower-Reiter und die ist natürlich in mega großer Schrift, damit man die Zahlen nicht übersieht, ja. Also mittlerweile kann man Twitch fast erfühlen, ne? So, dich will ich freilassen. Genau, freilassen. Funktioniert das jetzt? Was ist da los, Switch? Genau, ich finde aber eigentlich ganz geil, dass die Followerzahl nicht mehr angezeigt wird, obwohl das mir ja eigentlich egal ist, aber irgendwie im Unterbewusstsein, wenn man in einem Stream ist und da sind nur ein paar Follower, ist der erste Gedanke immer entweder neu oder schlecht. Twitch ist wie Twitter mit der Schrift, ja. Ich mag die ganze Neuschrift im Chat total, ansonsten finde ich sie auch komisch, aber voll gut lesbar. Lesen kann man so gut, das ist richtig. So, und jetzt bist du hoffentlich... Wo ist er? Auch wieder glücklich. Drei. Ich habe keine drei. Aktueller Partner... Ich kann doch irgendwo sehen, wie fruchtbar die sind, oder? Ich finde es nicht geil, dass sie ein sattes, reines Schwarz genommen haben. Das Weiß sticht ein wenig in meinen Augen, okay. Ich nutze immer den hellen Modus, von daher sehe ich es nicht. Ein wenig abgemischtes Schwarz wäre nicht so dramatisch gewesen. Schrift, also ja, sie ist gut lesbar inzwischen, oder? Schwarz finde ich auch nicht geil, ist mir ein wenig zu dunkel. Übersicht. Ich kann doch irgendwo... Genetik. Fruchtbarkeit. 0%. Fruchtbarkeit 0%. Das ist aber nicht gut. Wie kommt der hier auf 3? Ich habe den einen doch... Der geht nicht.
kann nicht rückgängig gemacht werden, ja. Ja, verstehe das auch nicht. Vor allem, weil sich das weiße Schrift halt dann irgendwie so ins Auge einbrennt. Weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber ich denke, ihr wisst. Ja, genau. Einfach zu hoher Kontrast. Wen haben wir da? Du bist die Dame, ne? Ne, du bist auch männlich. Bist du das Weibchen? Ne, du bist das andere Männchen. Du bist der, der nicht gehen will. Was ist hier? Sieht verletzt aus. So, da haben wir einen Tierarzt geschickt. Überlegt zu kündigen. Nee, nee, lass das mal. Mitarbeiter. Ich glaube, ich muss hier wieder. Genau, die sind nämlich gar nicht damit einverstanden mit ihrer Bezahlung. Wer? Weil? Flüssigkeit? Es kommt jetzt gerade ein bisschen viel auf einmal. Machen wir hier mal hoch. Vielleicht ändern sie es wieder. Ich warte nur darauf, dass BTTV nachzieht wegen dem Host-Button und so. Da ist doch was da drin. Wohlbefinden, okay. Steht dem Tode nahe, Ernährungsflüssigkeitszufuhr. Vielen Dank für deinen Host, Björn. Warum trinkt denn der nicht? Ist doch Wasser da. Kann ich den. Guck mal nach dem. Der ist durstig, aber er trinkt nicht. Aber mehr wie Wasserdinger reinstellen kann ich ja nicht. Jetzt hat die Nudel hier gekündigt. Kann ich den wieder einstellen? Nö, ne? Nee. Hast du deinen Bären eigentlich Blörn genannt? Nee. Ich habe es noch so gar kein Tier umbenannt. Aber ich bin gerade überlegen, ob ich das Spiel gerade mal beende und nochmal starte. Weil die Tiere reagieren irgendwie nicht so wirklich. Kann man jedes Tier benennen, ja. Beende gerade mal das Spiel kurz. Da hast du etwas zu tun bei deinen Pfauen. Ne, man kann sie benennen, man muss es aber nicht. Ist ja nur ein Kann. Zumal die Jüngeren, wenn man so züchtet, die gibt man ja eh dann wieder ab. Sollte man. Spiel ist gleich wieder da, hoffe ich.
mir ist es schon, bei euch noch nicht. Wie lange läuft der Beat? Oder ist das Early Access? Nee, die bis zum 8. Oktober geht die Beta-Phase. Leider nicht länger. Ist tatsächlich 2 Wochen sind es, glaube ich, ungefähr. Dürfte ruhig ein bisschen länger sein. Also von mir aus hätten sie es machen können, dass man wieder bis zum Ende spielen kann. So. Schwer hydriert. Trink. Trink, Mädel. Der hat gekündigt, dem kann ich auch leider nicht sagen, dass er wieder kommen soll. Gut. Der Beat, genau. Ich habe auch erst überlegt, was er meinte. Hier könnte ich eigentlich noch... Zaun hinmachen. Wobei, Zaun sieht doof aus. Moment, wir haben doch auch Requisiten. Genau sowas haben wir doch auch. Baum fällt. Schöne kleine Barriere. Und dann brauchen wir hier vorne noch. Da. So. Wieso kann ich jetzt nicht umschalten? Dinge, die eigentlich funktionieren müssten und nicht funktionieren. Der Beat, nein, die Beat hat er geschrieben. Die Beatles. Justin Bieber braucht auch eine Beauty und eine Beat, genau. Geht nicht. Gut, ich dachte. Versuch war es wert. Da sollte nicht durchlaufen. So. Ausgelaufen. Ich spring mal eben unter die Dusche. 18 Uhr Date. Date habe ich nur geschrieben, damit es spannender klingt. Ist nur Gassi. Geh Freitag, wo wir mit ein paar Freunden zusammen mit den Hunden gehen. Bis gleich. Viel Spaß.
So, was machen jetzt meine Bären hier? Halleluja, sie sind nur noch zu zweit. Wo ist denn jetzt der dritte gelandet? Hier nicht. Ich kann gerade mal gucken. Vielleicht gibt es ja einen billigen Löwen oder sowas. Das Minimum. 300 ist Minimum. Du Stream. Das will ich keinem wirklich antun. So. Jetzt können wir hier weiter ba basteln. Wasser. So hatte ich mir das nämlich gedacht. Upsala. Nee, 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 den lassen wir schön. Da müssen wir gerade mal. Ich weiß gar nicht, warum habe ich denn da das Ding weggemacht? So, machen wir hier mal das Geländer wieder hin. Weiß gar nicht, warum das fehlte. Wobei Ali würde es vielleicht gucken, die guckt ja auch Dr. Pimpelpopper. Nee, 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 nee. So nicht. Gucken wir später mal. Da gehen sie den Weg lang, das ist gut. Barrieren. Glaszaun. Wobei hier würde ich Holz hinmachen. Nicht so lang. Dann können wir ab hier Glas. Ich nehme mal an, ihr könnt euch denken, was das für ein Gehege wird, oder? Dann machen wir mal kürzer.
kann ich dich verkleinern. Kann ich hier nicht so drunter durchführen? Krokodil? Ja, Krokodil, bestimmt die Achatschnecke, genau. Ich wüsste auch nicht, dass es Schnecken gibt. Dann machen wir das gerade mal anders. So war das nicht gedacht. So geht's jetzt besser. Nein. Ach, wegen dem Wasser. Das Wasser ist das Problem. Muss ich gerade mal gucken, wenn ich jetzt erst den Zaun baue. Gucken wir mal, ob das raffiniert ist. So. Weg. Sind aber coole Schneckis, ja. Gelände. Also hier blockiert das Wasser eine ganze Menge, muss ich feststellen. Ich hoffe, dass sie da nicht rauskommen. Aber versuchen wir es. So, jetzt können wir das Ganze wieder verlängern. Hier machen wir erstmal Holzzaun hin. Ach so. Geht das? Ja, es geht. Nicht. So. Geht doch, wenn man nur will. Halleluja! Ja, es geht nicht. Doch, es geht. ich hoffe, das ist hier nicht zu steil. Dann holen wir euch hier mal.
Ungültig. Achso, wir brauchen erst noch eine Tür, ne? Machen wir das hier? Oder machen wir das hier? Weil da hinten habe ich eben Mitarbeiter. Können wir hier auch noch einen Mitarbeiterzugang reinmachen. Achso, es kann immer nur ein Eingang. Okay. Verlegen. Jawohl, jetzt passt's. Was so eine Tür doch ausmacht. So, kann ich hier noch ein bisschen am Gelände arbeiten? Dann würde ich hier nämlich gern noch die bisschen abflachen. Das Wasser muss noch mal raus. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so viel blockiert. So, dann könnt ihr hier nämlich runter. Dann brauchen wir hier sowas auch noch. Wo die dann einigermaßen gut ins Wasser können. Passt. Oh. Totes Tier. Warum? Ein Regenbogen finde ich ja schon schick. Okay. Ist abgeholt worden, gut. Warum war das? Fütter du mal. Wie sieht es denn allgemein mit unseren Tierchen hier aus? Die haben wieder Junge. Die haben auch Junge. Oh, da sind wieder Sträuße erwachsen. Da müssen wir wieder welche abgeben. Einundzwanzig. 0,67, dann gehen wir mal den alten hier ab. Und sie hier. Freilassen. Nicht, dass es Stress gibt. So, ach so, da brauchen wir ja noch einen Weg. Ohne Weg nichts los. Moment. Jetzt müsste es besser passen. So. Das mit dem Handelsmarkt klappt nun eigentlich ganz gut. Ja, doch, das finde ich auch. Also, ich denke, das ist aber auch tagsüber wahrscheinlich weniger das Problem. Das ist dann eher wieder gegen Abend, wenn extrem viele da sind. Kommen jetzt meine Krokos. Irgendwer hier mit meinen Krokos. Oh.
Ja, sehr gut. Verfolgen wir die junge Dame mal. Ach, ich sehe gerade bei den Barrieren, da gibt es einen Zaun, der quasi unsichtbar ist. Ja, das ist richtig. Der ist auch quasi unsichtbar. Der ist dafür gedacht, wenn du jetzt... Gehen wir hier gerade nochmal weg. Hoppsala. Wenn du jetzt wie so eine Insel hast wie ich hier, ich habe hier jetzt einen Maschendrahtzaun, weil ich das nicht wusste. Es ruckelt ab und zu mal, ja. Hier hätte ich jetzt im Prinzip so einen unsichtbaren Zaun hinmachen können, dass das Gehege abgeschlossen ist. Das wäre eigentlich ist dann für die Tiere ist es offen. Aber man hat dann quasi hier das Wasser als natürliche Grenze, weil die Warzenschweine da nicht reingehen würden, hoffe ich. Dafür ist er da. Also er ist kein Hindernis für die Tiere, er ist einfach nur, dass das Gehege, da, unsere Krokos. Ja, hoffe ich. Also für die Krokodile wäre das kein Zaun, weil die gehen definitiv durchs Wasser. Also es ist wirklich nur für Tiere, so wurde dann, dass er das Wasser dann als natürliches Gehege nutzt oder als natürlichen Zaun nutzen kannst und das Gehege in sich aber abgeschlossen ist. So, was brauchen wir denn hier? Einen stabilen Rückzugsort haben Sie. Okay. Pflanzen fehlt und Futter, ne? Was fressen die denn? Gehege. Krokus. Ein Ganges-Ding da. Ah ja, hier. Essenstablett. Machen wir die mal dahin. Hier vorne kann ich es gar nicht hinmachen. Schlammbad. Weil hier vorne... kommen die Pfleger nicht hin. Kleiner Ball. Können. Trinken können wir aber hier vorne hin machen. Dass sie da auch was zu saufen haben. Stabilen Unterstand haben sie. Brauchen wir Klimaanlagen. Pflanzen brauchen wir noch. Ah ja, Futter, genau. Spielzeughammer. Graslang hätten sie gerne noch mehr. Kriegen wir hin. Lang. Es ist zu wenig Fels.
Gras lang haben wir zu viel. So. Wir brauchen mehr Fels. So rum wird ein Schuh draus. Oh, jetzt haben wir zu viel Fels. Sand hätten sie noch gerne. Sand. Und kein Schnee. Kein Schnee ist kein Problem. Sehr gut. Schön. Haben wir unsere Krokos auch. Naja, besonders viel tun sie nicht. Gehege, Pflanzen. Ach so, Pflanzen. Bepflanzung. Was brauchen wir dann? Aquatisch, Tropen, gemäßigt. Aquatisch habe ich nicht. Das gibt's noch gar nicht. Tropengemäßigt. So. Was machst denn du da oben? So. Ich brauche gerade deine Hilfe. Was hättet ihr denn gerne? Fahren? Fahren geht klar, okay. Pflanzung kommt langsam mal in den Bereich, wo es passt. Was haben wir denn noch Schickes? Baumfahren? Nee. Nee, Baumfahren geht gar nicht. Bergahorn. Bergahorn geht klar. Ups. So. Packen wir da noch was hin. Und noch ein. So, Brennnessel sollte doch auch klar gehen, oder? Ja, Brennnesseln gehen auch in Ordnung. Da haben wir hier mal so die einzelnen Brennnesselbüsche, die da so rumstehen. Was haben wir denn noch? Drosselbeerstrauch. Geht auch in Ordnung.
Da sind die Krokos. Pflanzen sind grün, sehr gut. Lebensqualität passt auch. Passt. Passt. Sehr gut, dann sollten wir viel bald kleine Krokos haben, hoffe ich doch. Die hängen hier einfach so ab. Übersprungene Frames hat es eben mal gegeben. Sehe ich gerade. Ja, das meintest du mit Ruckeln. Ja, ich sehe es gerade, dass danach eine Nachricht war. Aber ehrlich gesagt ist mir das nicht ganz klar, warum. Mal im Auge behalten. So, dann hoffen wir mal, dass es noch ein paar mehr Krokodile werden. Hier schwebte irgendwo noch eben ein Ball. Da. Das fangen wir ja nicht an, schwebende Bälle. Der passt. Passt auch. So, dann kann man hier noch ein bisschen von der Deko was reinmachen. So ein Baumstamm geht immer. Ich überlege gerade, ob man da nicht auch... muss ich hier eigentlich irgendwie eine Hütte bauen? Aber die sagen ja, stabiler Rückzugsort ist in Ordnung. Kann ich inzwischen wieder forschen. Für die Krokus würde ich gerne noch. Und für die Wölfe. Sehr gut, das funktioniert gerade wieder. Genau, für die habe ich auch noch nichts. So, das haben wir. Da kann ich nur hoffen, dass sie jetzt irgendwann mal fertig forschen. Was ist hier? Totes Tier. Warum das? Welches Tier ist hier verstorben? Rip, ja, irgendwie schon. Scheint aber schon abgeholt zu sein, oder? Im Gehege bin ich, aber ich sehe kein totes Tier. Doch da. An Altersschwäche gestorben. Altersschwäche ist genehmigt. Tierarzt rufen. Dann haben wir jetzt noch die Mutter da. Okay, da können wir weiter forschen. Haben wir denn noch, ist einer von euch hübschen? Du bist männlich, okay.
Ja, der Gute ist der Asim. Aber er war erst 18 Jahre alt geworden, hat gerade die Volljährigkeit erreicht. Und hallo Cash, schön, dass du da bist. Mit 18 darf er dann noch von uns gehen. Wen haben wir denn hier? Du bist da. Da ist das Männchen weg, oder? Vielen Dank für den Host-Speaker und hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich glaube, unser erwachsenes Männchen hier ist hops gegangen. Ja, sieht so aus. Gut. Dann muss irgendwann der Nachwuchs ran. Wie schaut's hier aus? Bei euch? Du bist da. Und noch ein erwachsenes Tier, okay. Hatten wir nicht Jungtiere? Nee, die haben wir, glaube ich, rausgelassen oder verkauft. Wie geht's euch, Schnuckis? Oh, sie spielt. Sie trägt das Spielzeug durch die Gegend. Trug. Sie trug es. Warum ist die alleine? Wo ist Nummer 2? Ne, Nummer 2 muss auch irgendwo sein. Okay, dann brauchen wir natürlich hier noch ein Schild, ne? Krokus. Einrichtungen. Da. Ist das Spiel, das so leckt? Ne, anscheinend habe ich teilweise ausgelassene Frames, sieht so wie das aussieht, manchmal. Ich weiß gerade nur noch nicht warum, weil eigentlich. Veterinärforschung abgeschlossen. Oh, und hallo Pixel, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Sieht toll aus. Wie toll sieht Twitch denn jetzt aus? So viele Farben, ja, und alles so schön groß. Nur wobei momentan. Doch, eben gab es ihn schon mal wieder. Übersprungene Frames. Ich weiß aber nicht warum. Hatte ich jetzt eigentlich auch noch nie, deswegen bin ich etwas irritiert. Oh, hier haben wir gar keine Lampen. Ich habe leider immer noch nur diese hässlichen Lampen, weil die bei mir ja einfach nicht forschen wollen. Sie weigern sich beharrlich. Aber die Krokus, die gefallen mir. Einfach mal ins Wasser legen, abhängen. Mir geht's soweit gut, bisschen müde, aber das ist die Arbeit schuld. Ja, mir geht's auch soweit gut. Vor allen Dingen, weil Stromquelle versagt. Techniker wurde angefordert, okay. Wenn du deinen Arbeiter anklickst, kannst du ja im Reitermenü angeben, was er machen soll, ja. Hallo Schlager-Daddy. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht es soweit gut. Da sind auch wieder Forschungen.
Riesenschildkröte. Techniker. Dich können wir gerade mal schulen und vor allen Dingen mehr Geld geben. Ich weiß gar nicht, warum der so viel will. Der kriegt doch schon ordentlich Kohle. Ich das doch so eingeben. Gut. Machen wir das mal so. Kriegst du auch. Ne, nicht 0. Und du kriegst dann mal 2100. So, jetzt ist er glücklich. Halleluja. Dann schulen wir gerade mal, wo geht. Dass sie nicht so ausgelastet sind. So. 2000. Okay, kriegst mehr. Du hast 3 Sterne. Ausschließlich zum Mitarbeiter. Wenn ich Mitarbeiter anklicke, Techniker. Zufriedenheit. Nicht in diesem Menü. Achso, ich muss den Mitarbeiter direkt anklicken. Okay. Da ist er. Der Festpot gerade. So war das nicht gedacht. Ich will nicht den Raum anklicken, ich will den Mitarbeiter anklicken. Techniker. So. Wenn du ihn auf der Straße quasi folgst, das habe ich ja jetzt dann hier, ne? Anstellung. Kann ich hier jetzt dann sagen, was er tun soll? Da. Ah! Ja, ich sehe es gerade. Vielen Dank. Das ist der Leon Eldridge. Der Leon Eldridge. Also die Gebäude selber, die habe ich hier mit da. Das ist eigentlich leer. Wie ist das leer? Freizeitclub, bitte. Eigentlich waren die mit Funktionen versehen. Dann lassen Sie sich nicht so schnell vom Forsch. Genau. Und ist man begeistert von dem Game? Also ist es so toll, wie man sich erhofft hat. Also mir gefällt es sehr gut. Ich bin total begeistert davon. So, der Leon Eldridge. Genau, der war für. Der hätte gerne mehr Geld. So besser. Kriegt ja schon mehr Geld. Wir haben nämlich auch schon einige gekündigt. Das war. Ich finde es toll. Bauen top, Parkmanagement top. Genau. Also Bauen top und Parkmanagement top. Ja, zeige ich gleich. Ich will nur gerade nochmal die Forschung hier. Der Kollege.
So, du machst jetzt nichts anderes als forschen, hoffe ich. Und ich stelle gerade noch mal einen Techniker ein. So. Dann haben wir hier unseren schicken Parkeingang. Der ist aber Standard, der ist vorgegeben. Da kann ich nichts machen. Dann haben wir hier unsere Wildschweine. Nicht Wildschweine, Warzenschweine. Und die sind jetzt, glaube ich, auch erwachsen, ne? Jawohl, Moment, da muss ich die gerade verkaufen, sonst gibt es Stress. Wenn da zu viele Erwachsene drin sind, dann gibt es Haue. Weibchen. Moment, ein Männchen müssen wir behalten. So, freilassen. Ist halt der Franchise-Mode, genau. Man verkauft Tiere, also man kann sie freilassen, dann bekommt man hier diese Arterhaltungspunkte. Und wo sind sie jetzt? Da. Und ist er nicht hübsch? Und kann sich mit den für die Arterhaltungspunkte halt auch wieder Tiere aus dem Shop holen. Ist das Ali? Nein, Ali ist ja, haben wir abgegeben. Das ist jetzt Olubayo. Und das ist dann Zubaydah. Hallo, das Mensch und so. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. So, hier haben wir dann die Pfauen. Das ist so ein Jungtier. Das Männchen ist leider gerade im Moment ein bisschen tot. Ich muss jetzt mal gucken, dass eins von den Jungtieren dann. Das ist das Weibchen. Ali wurde abgegeben, aber gestern schon. Im Moment ein bisschen tot, ja. Das ist leider verstorben. Aber wir haben hier von den Jungtieren, da ist auch ein Männchen dabei. Also, sobald die erwachsen werden, können wir auch wieder weiter züchten.